Hallihallo Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Hexit. Mit dabei ist der Drago. Hallo, willkommen. Ja, rede aus. Nein, jetzt kannst du. In dieser Folge wollen wir einmal die Häuser von uns beiden angucken. Dazu sind wir jetzt hier bei Nolem. Hallo. Zu Hause, ein kleines Geschenk. Oh, Strings, super. Du pflanzt hier, die Büsche müssen Dunkelheit haben. Die glaube ich nicht, ja, aber die Eisensachen, die Erze. Danke, dass du mir das sagst. Ja, bitte. Jetzt guck dir mein Highlight an, Ja. Nein, ich bin eingesperrt. Ja, genau, das ist Garagentour, mach nochmal. Ja. Das ist sehr geil. So. Okay, eine Lampe. Da oben bist du noch im Bau, da ist Twilight Forest mit zum Haus und Twilight Forest Portal. Nett. Das ist später noch im Keller. Das ist mein Autoofen. Mhm. Und für Steine und Amaranth Stairs. Okay. Das Chocopedia brauchst du dann für dein Chocobo, damit du sehen kannst, was es machen soll, ob es dir folgen soll oder da bleiben soll. Dann musst du auf Stay klicken. Einfach rechtsklick mit dem Buch auf ein Chocobo klicken. So, okay. Wollen wir jetzt zu uns gehen? Wir müssen halt kurz im Game Mode. Creative. Weil wir können uns nicht teleportieren. Matt, wo bist du hin? Einfach Richtung Norden. Nein, mein Minecraft ist abgekackt. Okay. Ich teleportiere dich dann. Oh. Ein Sternenstück kommt runter. So, ich war noch kurz. Ich war kurz im Nether und habe dort eine Spinne besiegt, ganz knapp besiegt. Die hat mich die ganze Zeit zugemüllt mit diesen Spinnfäden, die sie von einer, ja, weil sie eine Bossspinne war. Und ich habe bekommen ein Diamant-Scheinschwert und ein Krakenit Boots mit Protection 2 und Featherfalling 2. Okay. So. Und ich habe ein grünes Chocobo gezüchtet, aber das wird nicht erwachsen, das muss ich irgendwie füttern oder so. Da an der Ecke ist es. Oh, ich will sehen. Aber irgendwie ist es so ein bisschen verbuggt, einfach in der Ecke gedrückt. Und wieso haben die alle Sattel? Ja, damit man sie reiten kann. Wie kriegst du die Sattel darauf? Ein Rechtsklick mit dem Sattel in der Hand, aber ein Chocobo-Sattel. So. Okay. Und der Sattel macht man aus einem String. Ah, oh, eins teleportiert sich. Oh, die sind so süß, diese kleinen Dinger. Ja, wieso die sind sehr süß. Auf nichts? Saß die weil es verbuggt ist, wahrscheinlich durch den Server. Ich muss eine Chocobedia, kann man das rechtsklicken. Dann steht zum Beispiel Rennamen, also Namen ändern. Namen hidden, follow und da muss man auf Stay, damit es nicht mehr hinterher Ding geht. Wieso habe ich jetzt das fallen gelassen? Jetzt. So, du bleibst jetzt hier drin. Nein, ohne Chocopedia. So. Also, ja, ich habe halt noch kein Haus, weil ich erst angefangen habe mit Let's Play. Ich baue nicht neben dem Let's Play und sammle auch nicht Rohstoffe, damit ihr alles sehen könnt bei mir. Und geplant habe ich hier eine Farm zu machen. Diese Güsal Greens hier werde ich nach unten unter dem Berg hin tun und die Chocobos hier oben und hier kann jeder, der hier auf dem Server spielt, kann hier eines dieser Chocobos kaufen, kann auch eine Anforderung senden, also wenn er jetzt zum Beispiel blaue oder weiße will, dann kann er diesen Auftrag mir geben und ich werde ihn erfüllen, hoffentlich so schnell wie möglich. Ja, ich muss aber zuerst zwei züchten, ein Männchen und ein Weibchen, dann kann ich sie verschenken. Weil sonst komme ich nie weiter aus Grün, weil aus Grün kommen dann Blaue und aus Blaue kommen dann Weiße, da kommen Schwarz und dann kommen Goldene. Und ja, es gibt Goldene und Goldene können dann fliegen. Dann kannst du überall herumfliegen. Auch im Nette, auch im Twilight Forest. Die Grünen können, glaube ich, weiter hüpfen oder so. Ja. Also, dann muss ich nämlich jetzt noch... Ja.
Genau, sie sind sehr süß. Pummelig. So, ich muss mal Rohstoffe sammeln und vielleicht mal einen Dungeon machen. Leder! Man kann Leder kochen, also... Man kann, dieses Dingfleisch von Zombies, dieses verdorrte Fleisch, also, ja, verschimmelte Fleisch, Zombiefleisch, kann man in den Ofen tun, dann kommt man Leder über. So. Da unten ist mein Garten. Das ist Megakurmans Insel. Dort mit den dicken Bäumen ist Cubanello. Weiter hinten ist Races. Nein, Races House ist hier hinter dem im Wetland. Wasteland heißt es. Und dort drüben ist dieser Bei mir ist schon wieder mein Minecraft abgekackt, weil ich Skype wieder offen habe. Ich muss Skype immer zumachen. Okay. Weil ich dann klicke ich immer, machst du mal ganz Tag. Ich kann das nicht machen. Und schmiert man. Es ist wieder Tag. Ja. Ich gehe mal in die Mine. Dort hat sie eine Ruine in der Nähe. Da kannst du rund in die Mine. Ich muss unbedingt jetzt noch ein paar Rohstoffe haben. Willst du vielleicht in meine Mine? Ich habe da richtig tolle Sachen drin. Ja, ich habe auch so tolle Sachen drin. Du springst da einfach runter? Ja, aber du musst auf der linken Seite runterfahren. Oh. Warte. Böser Drago. Ich habe gesagt, auf der linken Seite. Jetzt bist du auf der rechten Seite runtergefahren. Hast du nichts... Ah, du hast ja nichts dabei gehabt, oder was? Nee. Ich musste eigentlich der Gamer das machen. Wie gibt man jemanden Level? Wie gibt man jemanden Level? Slash XP, nur XP. Und dann, die Zahl dahinter, wie viel... Ah, L hinten dran, die Zahl. Und dann L, dann bekommst du für 10 bekommst du 10 Level. Ah ja, gut, jetzt habe ich wieder meine 10. Ja. Gut. Willst du mal meine schöne Mine sehen? Nee, nachher. Hast du ich muss mal vorwärts kommen. Redstone ist hier in der Höhle, überall. Hier am Anfang hat es Redstone überall. Dann ganz muss ich jetzt nochmal nach Hause gehen. Ja, leider. Also wenn ich links sage, dann musst du links runterfallen. Es ist leider hier gerade gar nichts. Es ist ein Meteorit hier. Okay. Einfach so ein Meteorit. Ah, Gold. Und Lava höre ich auch. Ja, Gold brauche ich auch noch ein bisschen. Da habe ich noch nichts. Da habe ich ein bisschen mehr schon. Ja, ich werde aber später mein Haus verriegeln können mit einem Hebel. Nein. Doch. Hätte ich niemals gedacht. Ich bin so böse, Drago. Mhm. Ich bin auch böse, ich könnte mein Haus im Void bauen. Und im Void hast du nur Dunkelheit. Echt, im Void ist es dunkel? Ja, du hast ja überall Türen. Einfach so triffst du Türen in der Wildnis. Dort reingehst, wenn du dort reingehst, ist es ganz komplett dunkel. Ein paar Ruinen hat es vielleicht ab und zu oder so. Ich habe irgendwie komplett so ein ganz mieses Gefühl. Ja, das ist mies, ja. Also im Void... Mann, wie viele Meteoroiden sind hier? Ja, du musst halt Meteorit Shields machen, sonst wird dein Haus irgendwann mal zerstört. Ja, da musst du halt nachgucken. Wieso hast du nicht... Nein, zum Nachgucken hast du nur unser Interface. Oh, so viele Redstone, so viele Levels. Ah, schön. 25 habe ich schon. Ah, weißt du, was ich machen kann? Krieg mal diese Meteor-Ship her. Schild. Da musst du Meteoriten zuerst abbauen, also Meteoritstein, Meteorit Ore. Dann musst du Gold haben und dann musst du, glaube ich, einen Redstone haben. Ein Pulver. Gold brauche ich bei mir nicht. Ja, dann brauchst du halt nicht Gold für den Meteorit Shield, aber fürs Rift Remover brauchst du Gold, genau. Redstone, zack. Fallen Meteor. Ja, die gibt's eben unterirdisch oder bei den Meteoriten, die runterkommen. Muss halt abmachen mit deiner Eisenspitzhacke geht es mindestens. Aber sonst kann ich dir auch geben, ich habe einen Meteor Jeep. Das ist wahrscheinlich nicht der. Ah ja, wenn ein Meteorit fällt, dann glühen sie noch. Es fällt bei mir jetzt, glaube ich, an Kobbel. Ich glaube, es fällt bei mir jetzt an Kobbel. Das ist schlimm, man findet fast kein Kobbel. So selten sind die Kobbels. Also wenn die Meteoriten noch glühen, noch ein bisschen anders sind, dann gibt es Fallen-Meteorit, glaube ich, oder so. Ach toll, dann habe ich keine hier bei mir.
Da muss ich mir jetzt welche erschießen aus purer Bösheit. Ja, du bist so böse, du bist sogar OP, du bist der böse OP. Stimmt. Willst du jetzt in den OP-Clan kommen? Habe ich doch schon gesagt. Oh, Larven. Was ja, also, dann bist du offiziell jetzt auch im OP-Clan, wohnst halt ein bisschen weiter weg. Sag mal, du guckst meine Videos nicht, ne? Ich habe keine Zeit zum deine Videos schauen, ich würde ja sehr gerne. Das ist das Problem, ich schaue keine YouTuber sonst, also... Ich mit einer Diaspitze nicht, das ist richtig böse. Soll ich dir jetzt die Diaspitzhacke geben, oder was? Ich habe eine Diaspitze. Das funktioniert bei beiden nicht. Du musst halt warten, du musst halt ein bisschen draufbleiben. So. Ja, ich habe hier gleich... Wisst ihr was? Ich muss Obsidian abbauen. Genau, er cheats einfach. Easy Mode. Naja, Cheating Mode for old me. Ich hab sogar mehr als es kostet reingetan. Aus purer Nettigkeit. Okay. Diamanten. Nein, Koppel. Aber ich hab mehr als drei. Du hast Koppel geopfert für ein Metroid Sheet. Ich hab hier Diamant Ohr gefunden. Noch mehr. Echt? Noch mehr. Ich brauch auch noch ein paar Diamanten. Wie viel Chance schützt der Meteorschild? Das weiß ich nicht, aber ungefähr 100. Oder 50. Vor allem bei einem Haus wird geschützt, wenn du es in die Mitte machst, aufs Dach oder so. Der macht dir irgendwie so schönes Hüschelquam. Dann mache ich den in meinen Keller. Das sieht besser aus. Okay, das Wasser fließt einfach mal nicht drüber zur Fackel. Gut, umso besser. So, weiter abbauen. Ich brauche einfach noch ein Crafting, Enchanting Crafting Plus so, Tempel. So. Ich fühle mich mal kurz zu dir. Darfst du nicht. Das ist verboten. Ich mache hier an der Seite Strip Mining. Denkst du nicht an Privatsphäre? Ich bin am Meinen, ich brauche Privatsphäre. Ich zeig dir gleich Privatsphäre. Genau. Koppel ich, koppel dich. Nein, Hilfe! Zu viel Koppel! Es stinkt noch scheiße. Hab ich jetzt 4? Ich hab 5. Ich hab 5. Wie noch mehr Koppel? Yay! Das brauche ich unbedingt. Also hier hat jemand... Hast du hier gebuddelt schon? Okay. Ich buddel weiter. Ich brauch Diamanten. Ja, Kohle brauche ich auch. Diamanten bekommst du sicher nicht von mir. Niemals. Willst du jetzt 2 oder 3? Hm? Willst du 2 oder 3? Was? Diamanten? Ich darf? Nein. Du bist nicht da. Du darfst nicht. Solange du da bist, darfst du nicht. Wie solange ich da bin? Solange du nicht da bist. Boah, diese Lava. Drago, du übersiehst hier eiskalt so ein paar Tin-Orberry-Bushes. Ja, weil ich schon habe. Fuck! Ich bin jetzt ganz böse und hol mir meine Sachen zurück. Du bist reingefallen in den Ohrbusch, den du abgebaut hast. Okay. Nochmals, Was machst du? Hast du irgendwelche Suizidgedanken gerade? Ich hole mir jetzt meine Sachen wieder. Ja, dann schieb doch das ganze Projekt voll. Das tue ich auch. Was hatte ich noch dabei? Auf alle Fälle... Mein Projekt geht so. Ich will nie sterben. Ich achte, dass ich nie sterbe. Ja. Ich glaube, ich bin bis jetzt schon 12 Mal gestorben. Allein in der 3. Folge, glaube ich schon, hat mich ein Creeper von hinten erschlagen. Du hast 3 Folgen? Ich habe erst 2, glaube ich. Ich habe bis jetzt schon... Ich habe so viel vorproduziert, dass ich die wahrscheinlich erst nach meinem Urlaub hochladen werde. Oh je. Ich bin ganz böse, ne? Du bist so böse. Du nimmst mir sowieso... Ich wette, du nimmst mir auch alle Farmingplätze, also Dungeons und so weg. Da muss ich ganz weit reisen. Ich gehe nicht an Dungeons. So, was hatte ich noch dabei, Drago? Hilf mir mal. Nein. Was? Ich hatte das dabei, dann hatte ich ein... Ich weiß nicht, was du dabei hattest, sorry. Ein Zombie-Schädel? Quantum Dust, oder was ist das? Ja. Quantum Dust ist geil. Aber man kann... Ja, ich kann ja mal schauen. Schau, ich finde, das ist eigentlich nicht... Wieso wird Eisen gezeigt, wenn ich auf R drücke? Essence of Supposition. Essence of Observation. Drago hat Glück. Quantum Computer kommen herstellen. Was ist das hier denn für ein
Haus Drago. Quantum Googles. Ich mach Quantum Googles. Hier wurde, hat dich jemand angeschrieben, Drago? Ja, ich bin am Let's Playen. Ja. Ja, man antwortet. Nein, man Let's Playt und ignoriert's. Ich antworte immer. Ja, dann kannst du es ja machen. In einer Folge, aber er hat dich gefragt und nicht mich. In einer Folge, ne? Hinweise. Da hat mir einer tatsächlich, der war so ignorant, der hat gefragt, Novo, gib mir Essen, Novo, gib mir Essen, Novo, gib mir Essen. Dann habe ich ihm geschrieben. Ich schaue nach. Ich kann gerade nicht, ich nehme auf. Und dann nörgelt der rum. Sag mal, warum kannst du nicht? Oh, da war ich erstmal richtig wütend auf den. Mhm. So, jetzt nehme ich deinen. Was? Chocobo? Nein. Darfst du nicht. Darf ich dir ein Chocobo abkaufen? Erstmal normal. Versteck sie am besten nächstes Mal. Kann hier kein Plugin drauf machen. Weil es wird halt gestohlen, weil sie es können. Wenn man jetzt irgendwie da so ein paar Plugins für Chests oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, gut. Ich habe das Lava einfach mit Wasser ersetzt. Redstone. Ja, genau. Die Spinne springt mir einfach so an. Hat jetzt was geschrieben. So, ja, man lernt halt aus Ding. Aus gestohlen geworden sein. Und sollte sie einfach ein bisschen verstecken. Ich werde wahrscheinlich auch bald mal bestohlen und man kann es halt nicht nachweisen. Das ist das Problem. Darum brauche ich jeder Hinweis, ob irgendwie Stress zwischen den zwei ist oder so. Oder ob einfach ja, dass man weiß, wer es war. Das ist ja das Ziel. So. Ich werde gerade von meinen eigenen Orberry Bushes gekillt. Ich werde von Skeletten besiegt. Ja, hat man das eben gehört? Nein. Gut, dann bin ich mal kurz weg und mach die Tür zu, okay? Ja. Ich bin gleich wieder da. Jo. So, wir haben hier noch Kohle. Kohle haben wir eigentlich genug, aber wir wollen immer ein bisschen im Vorrat haben. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder zurück. Für Sie. Yay! Novo Leben ist zurück. Und füllt seine Fenster mit Glas. Was, du füllst die Fenster mit Glas, oder was? Die Fenster. Ah, die Fenster. Und fällt raus. Ich hab Fans gehört und du hast Fenster. Boah! Der hat meine Waffe gestohlen. Der bringt mich um. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Wo ist der? Wo ist der Zombie? Hä? Der ist einfach abgehauen, okay. Gut, ich ignoriere ihn. Ich nicht. Und wer macht das? Machst du mal... Nein, du bist OP, Operator Clan. So. Und hast du die Bretter vor das Fenster getan? Nee, keine Bretter. Ich nicht. Oh. Frag ihn, ob er rein will. Der tut mir so leid. Du rein? So, ich habe ihn gefragt, ob er rein will. So, jetzt will ich. Ich gehe wieder in den Twilight Forest. Wie immer. Ich weiß nicht mal mit. Boah, Bombenblumen. Yes! Drück niemals F8. Ich hab's herausgefunden, warum meine Bewegung manchmal. Ja, das weiß ich, dass er was F8 macht. Irgendwie ist meine... Boom! 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 Yes! Boom! 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 Oh, Kettenexplosion. Bombenblumen. Oh, cool. TNT-Explosion. Bombige Blumen. So, was möchte ich jetzt tun? Ich denke gerade drüber nach, ob ich hier oben auch noch so eine Tür ranbringen muss. Eigentlich ist es Verschwendung. Es gewetet bei mir draußen. Extremst. Ich mag diese Türen. Möchtest du auch ein paar von den Türen? Von diesen schönen Drücki. Wie heißen sie? Moment. Reparieringblock.
Was ist denn das? Das ist eine Seele oder so etwas? Das sind solche Türen, die sind sehr schwer zu machen. Ja, aber ich habe irgendwie so eine blaue Seele oder so. Ich lasse sie mal, weißt du. Freund hat mir die gefarmt. Was ist denn jetzt in der Gold. Da muss ich jetzt... Strings. Wer war das? Drago, ich vermute dich. Was? Wer hat was gemacht? Was hast du? Sag jetzt mal, ich habe nichts gemacht, Drago, wirklich. Drago. Er gibt mir die Schuld. Drago, ich gebe dir die Schuld. Ich habe nichts gemacht, was? Du hast die Welt zum Untergehen gebracht. Ja, ganz klar. Nur weil du zu dumm bist, ein Meteorit-Schild hinzustellen. Hey, mein Haus ist nicht meteorisiert. Wo denkst du hin? Ja, aber ringsum halt. Schreib ihm mal ja. Der guckt echt, glaube ich, nur meine ja. Videos. Hm? Wahrscheinlich schauen sie einfach mein Ankündigungsvideo. Das wurde schon so gut besucht. Ich musste auch mal ein Ankündigungsvideo machen. Die sind irgendwie immer so beliebt. Weil sie halt gesucht werden. Du musst ja Videos machen, die auf YouTube gesucht werden, sonst bringt es dir nicht. Ich weiß, Drago. Oder Let's Playen! Voll das Let's Play machen. Champions of Regnum ist bei mir so extrem beliebt, dass ich schon langsam Angst habe, dass ich alle enttäuschen werde. Du wirst alle enttäuschen, Drago. Du wirst eine Enttäuschung. Champions of Regnum ist das Game, was eigentlich Diablo 3 heißen sollte. Wieso? Weil das Beste ist Diablo 3 ist, einfach nicht so actionreich. Es geht echt, es ist nicht so actionreich. Es ist nicht so, also das Kampfsystem ist halt nicht so schnell. Ey, Drago, ich brauch Kobbel. Ja, hol doch kurz, hol dir eine Spitzhacke und bau ein bisschen ab. Was ist so schwer? Zu faul. Ja, zu faul. Und ich muss schenken und ich darf nicht zu faul sein, oder was? Du bist der brave Drago. Oh, Diamanten. Sonst werden die Diamanten dich hassen und du wirst nie wieder Diamanten kriegen. Ja, ich werde wahrscheinlich bald oben heruntergeschossen von einem Skelett. Das wirst du auch. Nein! Es gibt hier Silberfische? Das muss ich tatsächlich... Es gibt schon immer Silberfische, meine ich. Ich muss tatsächlich runtergehen und Kobbel holen. Ja, runter. Kannst ja auch in den Berg rein. Und wieso werde ich jetzt ange... Meine Schwester mal... Nein, hau ab. Das ist mein Handy. Mein Handy. Nein, meine Schwester, die nervt mich. Die stört das Let's Play. Da geht man gar nicht hin. Hey. Sag mal, ich habe schon wieder vergessen, einen Timer zu stellen. Ja, sag mal, wie lange willst du die Parts machen? Ich könnte jetzt bald ein Part beenden. Ich habe jetzt gezockt. Dann habe ich irgendwas über eine Stunde gezockt und muss das Video ausmachen. Ist dir auch passiert. Ja, ich gehe jetzt nach oben, dann beenden wir den Part. Wenn du willst, kannst du den Part noch ein bisschen länger machen. Aber ich will es nicht allzu lange machen, den Part. Ich will jetzt mal kurz noch die craften, dann machen wir beide Schlucht. Ja, ich muss einfach nach oben kommen irgendwie. Sonst beende ich den Part einfach hier. Das, was ich auch eben die ganze Zeit gemacht habe, dann mache ich in der nächsten Folge. Also... Das wird bei mir wohl nicht heute hochkommen. Ich bin im unter dem Wasser, okay. Bei dir wird das vor mir hochkommen. Nein, ich habe sehr viele Parts noch im Hinterding. Ich auch und ich bin im Urlaub. Dann versuch das mal so lange hinzuziehen. Oh, also. Ich werde wahrscheinlich schneller hochladen, aber ja, ist. Es ist doch egal, also der Part kann doch auch in 2 Jahren noch kommen. nein. Dann haben sie noch irgendwas vom Server. Noch irgendwas, Drago, noch irgendwas. Ich zeig dir gleich, was irgendwas ist. Ja, ey. Nein! Was denn? Ich hab mehr Kopper als Bras und ich brauch mehr Bras als Kopper. Und jetzt? Weltuntergang. Komm jetzt, so, jetzt ja an der Oberfläche. Ja, an der Oberfläche, super. Und es wird dunkel. Oh. Ja, Drago, warte mal einen Moment. Hä, wie...
Ja, ich muss zuerst nach oben kommen. Jokoboss, komm zu mir! Ich muss nach oben gelangen. Wo ist denn da jetzt mein Fehler? Bronze? Wenn ich fertig aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wieso immer alle mit mir schreiben wollen. Ich bin ein OP, der halt einfach wenig Zeit hat. Dafür habe ich auch andere OPs. Ich habe Copper als Aber die sind Neon. Verdammt. Wieso sind meine OPs Neon? Wie also du. Aluminium, ne? Weißt du was, ich habe heute echt keinen Nerv drauf. Wieso? Weil ich schlecht gelaunt bin. Ich kann die Chords jetzt nicht einfach... Das ist der letzte Tag von meinen Ferien. Ah. Nerd. Vom Spawn. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. So. Bei aller Liebe Cheater, Cheater. Ich cheat nicht, ich tausche. Du tauschst. Du opferst deine fanden Sachen. Spinnst du? Nein. Jetzt brauche ich Gold. Ey. Ich habe kein Essen mehr. So. Ja, gleich habe ich. Jetzt dann haben wir das. Drago, mach bitte eine heilige Musik. Yay! Voll heilig. Unheilig. Soll ich mir diesen jetzt, unheilig singen? Jetzt muss ich mir ausdenken, wie ich das da mache, um höher zu kommen. Ich glaube, ich mache da zwei Etagen. Ich finde es doof, dass hier Dwerge nicht gibt. Ein paar Mods fehlen mir hier drin. So, ich bin zu Hause. Wollen wir jetzt ein paar beenden oder willst du noch kurz? Wir warten noch einen kurzen Moment. Ja, damit ich Scheiße zum Hochladen habe, gell? Purer Ego halt. Ja, genau. Nee, ich möchte mal kurz alles. Da hat mir die einen Boots und die einen Leggings da reingeschmissen. Das ist eine Frechheit. So, jetzt habe ich schön viel XP. Ja, und wenn ich nicht wiederkomme, hoffe ich, dass genug Leute auf dem Server waren. So. Ich werde das, muss das echt noch anders verkolben, das gefällt mir nicht. Zack. Hm. Du hast immer noch nicht meine Mine gesehen. 200 Meter nach Norden sind Hügel, dort sind wir. So, jetzt. Dann, das möchte ich jetzt eigentlich auch nochmal gerne in der Aufnahme machen. Bauen. Nee, einen schönen Schokobo von dir kaufen. Wie viel Goldnuggets kostet denn ein schöner Schokobo? Goldnuggets? Weißt du, wie einfach man Goldnuggets bekommt in diesem Mod? Ja, wie teuer ist denn der? Diamanten. Na, jetzt echt? Es ist ja teuer, weil sie ja züchtet werden müssen. Aber Gold, du kannst sie auch, du kannst sie auch einen Sattel machen und du kannst sie auch ein paar Giesel holen. Giesel zuerst drauf, dann Sattel drauf und dann hast du einen Chocobo. Aber du musst halt sehen, was es ist. Wenn es halt ein Männchen ist, dann hat es Federn. Wenn es ein Weibchen ist, hat es oben nichts auf dem Kopf. Was heißt Sattel auf Englisch? Sadle. Mit D. Und Chocobo-Sattel. Muss eigentlich nur Choco eingeben, dann kommt der Chocobo-Sattel. So. Boah, dafür brauche ich ja... Ich muss mal was anpflanzen. Was ist am besten zum Essen? Das habe ich gerade ausprobiert. Ich habe leider noch nichts angepflanzt. Wollen wir die nächste Folge vielleicht möglicherweise auch zusammen aufnehmen? Gleich hier nach noch eine Folge? Nee, kann ich zeitgründlich nicht. Oh, schade. Ja, ich bin den ganzen Tag immer verplant. Ja, schön. Da hab ich 20 Mal so viel zu tun, als damit zu hast. Hier, ich weiß nicht, ob es hier Magical Corps gibt. Nein. Gibt es überhaupt einen Mod, wo der drin ist? Ja, es gibt Mods, aber die sind scheiße. Also Magical Corps hat eigentlich fast niemand keinen guten Mod-Pack. Doch, Sky Factory finde ich eigentlich ganz gut. Ja, aber Sky Factory ist es auch nicht so ein bekannter und guter Mod. Wieso kann ich hier keine Kisten abbauen? Das finde ich so komisch. Die brauchen wieso kannst du keine Wieso kannst du ja, keine die brauchen bei mir eben so eine halbe Stunde immer. Also mal eine bessere Axt machen. Ich muss sowieso auch noch eine bessere Axt machen. Jetzt spaziert so ein hässlicher... Habe ich ein Buch? Ja, ich habe ein Buch. Mein Teil. Möchtest du eigentlich noch so eine schöne Tür?
Ja, ich, wie gesagt, ich habe noch kein Haus, also brauche ich noch keine Tür. Du willst die Türen gegen den Schokobo. Ich weiß, was du willst. Lol, man kann Druckplatten machen aus Obsidian. Hast du ein Leder für mich? Achievement. Hast du ein Leder für mich? Ja. Kriege ich den? Nein. Oh nein, ich brauche... Ich habe nur 3 Leder, ich kann dir keins geben. Komm einfach zu mir, fertig. Ich möchte für diese Folge jetzt unbedingt noch den Sattel haben. Wo ist jetzt dieses Mod? Enchanting Plate. So, ich tausche gerade alles zurück, weil ich so gemiest bin. So. Ich weiß nicht, wie man den zweiten... Ah nein, das ist ja gar nicht. Das Update kam erst dann später raus. Drago. So, jetzt gibt's den String. Ich meine den Sattel. Ach, du hast hier so einen schönen... Hä, wie geht der denn? Cool. Okay, damit werde ich mich... Das ist immer ein Schonding Plus. Da musst du einfach eingehen, also diesen Balken rüberziehen, dann hast du eigentlich das schon. Okay. Das ja, ja. Danke. Kannst du mir auch einen Schokobo-Sattel geben? Nein. Oh. Ich habe keinen mehr. Ich muss auch zuerst herstellen. Jetzt werde ich noch für diese Folge einen Schokobo sammeln. Wieso habe ich einen String jetzt plötzlich? So. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie... Ah, jetzt. Jetzt muss ich nur noch in die Stadt. Darf ich mir hier einen Schokobo von dir klauen? Ja. Echt? Aber kurz schauen. Ja, ein Männchen am besten. Die Weibchen sind in der Unterzahl. Geh einfach da rüber. Ja, da. Ich kann mir hier aber irgendwie keinen mitnehmen. Weil sie ohne... Ich muss sie umwechseln. Also, welches willst du? Zeig mir mal. Dieses Ding da. Nein, sag jetzt, welches der Männchen... Was ist das hier? Ist das ein Männchen? Das ist in der Ecke oder das da? Das da. Ja, ich habe kein Chocobo-Ding. Ich muss ein Chocobo... Pedia. Pedia brauche ich. Schokopedia. Also schaust noch an, welches es du bist. Und ich habe das Schokopedia. Ich möchte ihm gleich einen Namen geben. Er soll Pete heißen. Pete das Schokobo. Also das da. Vorne dir. Das will gar nicht. Wieso will das nicht? Und Janden. Das will. Aber das nicht. Dann das da. Renname. Wie hast du gesagt? Pete das Schokobo. Piet das Choco. Accept. Change owner. No volume. Accept. Accept. Ja. Jetzt ist es dir jetzt. Nein, ohne Sattel. Ohne Sattel. Satz schon Sattel. Ja. Ja, soll ich den Sattel geben? Ja, da gibt man mir den Sattel. Ja. Und wie kommst du damit jetzt nach Hause? Jetzt kannst du rüber hüpfen. Die hüpfen, glaube ich, 2 oder sonst muss sie hier raus. Nee, tun sie nicht. Huch, dann kannst du hier raus. Komm hier, schnell. Muss ich erstmal los nach Hause. Wie komme ich jetzt zurück, Drago? Ja, du musst laufen mit dem Chocobo, weil es noch nicht fliegen kann. Es kann nur schneller laufen als ein Ding, Mensch. Du bist immer noch im Käfig bei mir. Echt? Und ja, du hängst immer noch am Käfigrand fest. Bei mir bin ich schon ganz Oh, also es kann als Gelbes kann es eigentlich nur schneller laufen und ein bisschen schweben. Runterschweben. Wenn du den Sprungknopf gedrückt hast. Ich mach den mal da hier rein. So. Es kriegt trotzdem Schaden. Oh nein, Pete. Ja, es kommt immer noch Schaden. Da muss es mit Güsal heilen. Wie? Mit Güsal. Was ist denn das? Das sind die Pflanzen, die roten, die Knollen, die ich da überall angepflanzt habe bei meinem Haus. So, bleibt mein Schokobo mir treu? Ja, solange es nicht stirbt. Kann du kannst es jetzt zähmen, aber du musst, also, du musst Lovely haben, wenn du sie gleich lassen willst, gleichfarbig oder Golden Güssel verfüttern. Und eben das ist schwer, weil in 9000 Güssel hast du vielleicht 10 Golden Güssel drin. Das ist das Schwierige. Man kann sie nicht so gut züchten, darum sind alle sehr teuer. Können die Schokobo schwimmen? Nein. Verdammt! Also sie können... Auf einer Insel, Drago! Wie soll ich denn... Es gibt nur einen Weg. Und dafür muss ich auch über eine Insel. Toll, jetzt komme ich hier nicht hoch. Ja, da.
böse. Kannst ernten. Ah, hier gibt's doch einen Weg. Ich muss meine doch irgendwann zur Insel machen. So, jetzt muss ich runter. Klar. Die können durch drei große Öffnungen, ne? Die können was? Ja, die können hier durch. Also, Chocobos können wahrscheinlich rüber schwimmen, aber tauchen können sie, glaube ich, nicht. Also, wenn du irgendwie schaffst. Weil ich kann nicht jetzt den Chocobo dafür sorgen, dass er irgendwie an der gleichen Stelle stehen bleibt. Ja, mit meinem Chocobedia rechts klicken. Also musst du ihn jetzt mitnehmen, bis du ein Chocobedia hast. Du hast ja zu Hause Chocobedias, habe ich gesehen. Ja, ich habe zwei Stück drin. So, jetzt komm mal bitte kurz zu mir. Ja, ich muss jetzt ein paar beenden, sonst ist er zu groß. Gleich, okay. Ja, oh. Oder wollen wir das AFK machen? Nein, ich komme jetzt noch zu dir. Und dann fertig. In meinem Keller ist mein schönes... Wo muss ich jetzt draufdrücken, damit ich weiß, wie alles geht? Und ich Was? Möchte ihn heilen. Mit R? Oder mit U? Kannst du sehen, was alles geht? Ohne Novolem heilt. Aha, fam. Und eben mit einem Chocobedi an der Hand musst du halt rechts klicken auf ein Chocobo, dann hast du die Liste. Okay, und was kann ich mit dem jetzt machen? Confirm, Stay. Stay. Stay heißt stehen bleiben. Und Follow heißt folgen. Also wenn du Follow hast, dann folgt er dir die ganze Zeit, teleportiert sich zu dir. Wenn ich Stay hab, dann geht er überhaupt nicht weg. Nein, da geht er nicht. Dann bleibt er einfach hier und bewegt sich ein bisschen. Wenn jetzt möchte ich, dass der geheilt wird. Ja, jetzt nimmst du so ein Güsel in die Hand und hab rechts klickst ihn. So. Oh, der ist wieder voll. Oh, schau, hier, Güsel, Lovely Güsel. Lovely Güsel zum Verding. Du musst halt noch ein Männchen haben. Das ist jetzt ein Weibchen, glaube ich. Ja, ja, dann brauche ich jetzt noch ein Männchen. Du hast doch irgendwo hier Chocopedia, aber das ist wahrscheinlich oben. Ja, das habe ich hier in der Hand. Wie ah, ja, gut. Also dann ist der Part leider vorüber, aber wir nehmen wieder mal zusammen auf. Tschüss. Und wenn ich Zeit habe, wenn er Zeit hat. Also, bye.